Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Heute möchte ich dir eine Art Döner im Fladenbrot zeigen, als Korb oder Körbchen gebacken. Ganz einfach, ganz schnell. Das Brot kannst du am Vortag schon machen, wenn du möchtest. Du kannst es vegetarisch machen oder mit Fleisch. Ich zeige dir alle Zutaten, ob jetzt den Kräuterdip dazu, das Fleisch und so weiter, wie schnell zu arrangieren ist, einfach wie es geht. Und dann habe ich sehr, du hast Lust darauf, du möchtest sehen, wie es geht. Und dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Und wenn man jetzt oben und unten so ein Körbchen hat, dann haben wir einen Döner Ufo, wie meine Tochter sagt. Geht auch prima. So, nun mache ich den Dip dazu. Ihr könnt entweder 500 Gramm Magerquark nehmen oder auch Joghurt, griechischen Joghurt, türkischen Joghurt, alles was ihr möchtet. Das ist abhängig, wie man es mag. Ich mag es mit Quark, weil wir den Rest dann super toll auf dem Brot noch als Kräuterquark essen kann. Dazu kommt eine saure Sahne oder ein Schmand oder Creme Fraiche, wie du das möchtest. Das ist jetzt ein 200 Gramm Becher. Der Quark oder der Joghurt sind 500 Gramm. Dazu kommen jetzt normales Rapsöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl, alles was du magst. 1, 2, 3, 4 Esslöffel dazu. Salz zum Abschmecken musst du selber mal ausprobieren, wie viel du möchtest. Dann kommt Pfeffer nach Geschmack und Intensivität rein. Ihr könnt noch Chili reinmachen, wenn ihr das mögt. Bei uns mag es nicht jeder. So machen wir dann Chili direkt nochmal auf den Döner drauf. So, und dann mache ich ganz gerne noch mal ein bisschen Senf rein. So vielleicht ein Teelöffelchen. Jedem selber überlassen. Und auch noch eine Prise Zucker. Muss gar nicht viel sein. Kannst du machen, brauchst du nicht. So, jetzt rühren wir es gut durch. Dann kann man es nochmal abschmecken. Man kann auch einen Klecks Ketchup noch reinmachen, wenn man das mag. Muss auch nicht viel sein. So. Bisschen besser muss es dann schon noch durchgerührt werden. Dann habe ich hier meine Kräuter aus dem Garten. Da kannst du alles nehmen, was du hast, falls du einen Garten hast. Und wenn nicht, dann nimm getrocknete Kräuter oder eingefrorene Kräuter, die sind auch ganz toll. Da musst du nur den Dip noch ein bisschen früher machen, dass die wirklich auftauen. Die lege ich dann erstmal oben drüber hin, die gefrorenen, lasse antauen und dann mische ich sie unten drunter. Geht alles. Ich schneide jetzt meine Kräuter aus dem Garten. Das ist Kerbel, das ist Blutsauerampfer, Schnittlauch, alles was so ist, Bärlauch. Klein, mach es hinein und dann gucken wir mal weiter. So, ich habe die Kräuter jetzt klein geschnitten. Das mache ich meistens mit einer Küchenschere. Dann hebe ich die gut unter und kann es noch durchziehen. Und da hat man tagelang was davon. Deckel drauf, im Kühlschrank und dann schmeckt das wunderbar auf selbstgemachte Döner, aber auch auf jedem Bauernbrot, auf Toast, zu Kartoffelspalten gibt es ganz viele Ideen. Selbstgemachte, schöne, große Kartoffeln auf dem Backofen mache ich da immer ganz gern mit. Zum Dekorieren habe ich mir einfach noch vom Schnittlauch die Blüten abgeschnitten und die setze ich mir dann immer so oben drauf, wenn ich sie habe. Und schon ist ein wundervoller Dip. Kräuterquark, so wie du ihn vielleicht liebst, fertig. Und weil ich auch noch Basilikum-Zitronengelee gekocht hatte, ist Basilikum noch da
Und da lege ich dann auch noch mal so ein bisschen was dazu. Und so schnell ist das fertig. So, für den selbstgemachten Döner mache ich erstmal Öl heiß. Ich nehme Rapsöl. Ich würde kein Olivenöl nehmen, das ist nicht so toll. Das ist nicht geschmacksneutral. Rapsöl oder Sonnenblumenöl bevorzuge ich, aber ihr könnt das auch machen oder du, wie du möchtest. Dann habe ich vom Metzger 1,5 Kilo Gewürz gekauft, schon fertig gewürzt. Und das kommt hinein. Und das brate ich mir richtig gut an, bis das schön kross ist, durch ist. Und das ist natürlich dann die Füllung von meinem selbstgemachten Döner. Dazu muss man sich ein bisschen Zeit lassen. Das ist jetzt vom Metzger. Das ist wirklich ganz toll. Aber du kannst auch vom Discounter das abgepackte Fertige nehmen. Das kommt immer drauf an, wie du es machst. Und das wird jetzt gut angebraten, durchgebraten und so ein klein bisschen vor sich hingeschmort, dass es auch wirklich richtig durch ist. Immer mal wenden, aber das weißt du bestimmt selber. So. Als Fladenbrotersatz nehme ich ganz gern Bauernbrot, Backmischung, auch Weißbrot, also alle Backmischungen, die es so gibt an Brotsorten, auch Ciabatta oder so, was du möchtest, kannst du verwenden. Ich mache das in der Küchenmaschine. Ich mache dann, also bei dem bräuchte man für einen Pack 660 Milliliter. Ich nehme 700, wir brauchen ein bisschen mehr, weil der ein bisschen flexibler sein muss, der Teig. Und das bereite ich jetzt nach. Packungsbeilage, Zubereitung, hier hinten Backanleitung zu. Nur den Teig, natürlich nicht backen, nur den Teig. Und dann zeige ich, wie es weitergeht. Kauft mal das, was ihr am liebsten mögt. Macht euch den Teig einfach mal fertig. Und dann nicht backen, einfach nur in der Schüssel lassen. Ob jetzt in der Küchenmaschine oder von Hand geknetet mit dem Mixer, ganz egal. Noch ein kleiner Tipp. Bevor ihr das Wasser dazu gebt, könnt ihr ins Wasser noch mal so 3-4 Esslöffel Öl hineintun. Da ist es dann egal, da kann es auch Olivenöl sein, wie ihr das möchtet. Und dann erst zu dem Teig dazu geben, dann wird er flexibler und lässt sich besser formen. Und dann kommt das jetzt alles in Küchenmaschine oder per Hand, wie gesagt, Teig herstellen. So, der Teig ist jetzt gegangen. Ich habe hier noch ein Schüsselchen mit ein bisschen Milch. Ein Waffeleisen, das habe ich ein bisschen eingebuttert. So, und jetzt nehme ich mir einen kleinen Batzen von dem Teig, drücke den mal ins Mehl rundherum, dann kann ich ihn besser formen. So, und dann drücke ich mir den in der Hand so dünn wie möglich und so groß wie das Waffeleisen ist die Form. Das geht dann noch ein bisschen ein, also bei der normalen Waffe wird es ja größer. Hier bei dem Teig wird es was kleiner, also macht so groß wie möglich. Zieht euch das ganz dünn, wenn es nicht so klappt, noch ein bisschen Mehl an die Hände. Und dann ziehen, 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 form, form, form. Und schön groß einlegen. So, ein bisschen noch ziehen. Auch Achtung, es ist heiß. Natürlich schon an. So, ich habe halt das Glück, ich habe ein Waffeleisen, da passen kriege ich zwei rein. Aber wenn ihr öfters reinguckt, ich habe es ja schon erzählt, ich habe 5 Kinder, dann rentiert sich das auch. Ansonsten nimmt ein einfaches. So, jetzt das nächste hinein. Oder jetzt eure schon mal backen. Ihr müsst mal gucken, ich stelle es immer auf volle Stufe. Jedes Waffeleisen backt unterschiedlich. Ich würde es auch empfehlen. Also es backt ziemlich gut, aber nach etwa 2 Minuten würde ich es rumdrehen, das Ladenbrot aus dem Waffeleisen, und nochmal andersrum backen. Ich zeige es dann nochmal, was ich damit meine, wenn man es jetzt nicht versteht. Aber jetzt erstmal so 2 Minuten ungefähr bei meinem Waffeleisen backen und ihr guckt mal, dass es bei euch dann schon ein bisschen hellbraun ist. So, und jetzt kommt das noch rein. Muss ich noch ein bisschen ziehen, ist es noch nicht, aber
im Prinzip seht ihr, wie es geht. Und jetzt erstmal backen. So, bei mir sind jetzt 2 Minuten um. Und dann kann man es wirklich mal, weil meistens eine Seite besser backt als die andere. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Einmal rumdrehen. Und nochmal 2 Minuten etwa weiter backen. Müsst ihr kontrollieren, wie gesagt, jedes Waffeleisen backt anders. Und vielleicht braucht es ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, wie ihr das möchtet. Noch eine Art, wenn ihr das nicht in der Hand formen wollt, dann nehme ich immer ein Backblech, lege da drauf ein Backpapier, ein bisschen Mehl und roll es da drauf aus, einfach mit dem Wellerholz, Nudelholz, was ihr so habt. Das geht natürlich auch. Und dann kann man auch, wenn man will, einfach so eine Schüssel nehmen in der Größe von den Waffeln und kann es ausstechen und dann drauflegen. Auch eine Art. Ich mache es mit der Hand, aber nur mal so als Tipp. So, fertig gebacken ist es jetzt. Ich nehme es dann raus und dann ist in ein Schüsselchen. Weil es soll so geformt sein wie ein Körbchen, damit uns das Fleisch und was wir sonst einführen wollen, nicht rausfällt. Auch die anderen stapel ich übereinander, damit es tief wird. Und so halten die länger warm und bleiben auch in der Form. Das muss aber direkt gemacht werden, wenn es aus dem Waffeleisen kommt, sonst geht es nicht mehr. Die werden dann fester, aber so kriegt das schöne Form wie Körbchen, Schälchen. Und dann passt das prima rein. Und so lassen wir es dann auch erstmal eine Weile stehen. Und backen jetzt das nächste. Und so sehen jetzt so die fertigen Schälchen aus. Wenn du ganz viele auf einmal machen möchtest, jetzt für eine Party oder so, die Brotschälchen kann man am Tag vorher schon backen, auskühlen lassen und dann gut in eine Tupperdose oder in eine Gefriertüte tun. Am besten aufeinander gestapelt. Und dann kannst du sie auch dann benutzen, halt am Tag vorher schon machen. Wenn ich viele auf einmal anrichten will, nehme ich einfach ein großes Tablett. Es geht auch einen tollen Backblech. Und dann fange ich einfach an zu stapeln. Die Kräutercreme, die wir gemacht haben. Dann das Fleisch. Und dann je nach Vorliebe Tomaten. Gurken. Die hat die Hälfte schon meine Tochter gegessen, die liebt das. Und auch Weißkrautsalat. Ich habe jetzt mal einen gekauften genommen. Wenn ich ihn im Garten habe, nehme ich das auch frisch. Dann raspel ich das einfach nur. Weißen und roten Rotkraut oder Blaukraut, wie ihr sagt. So, dann auch drauf. Noch eine Peperoni. Und dann noch mal oben ein bisschen Dip oder Creme. Und schon ist es fertig zum Verzehr. Könnt ihr eine ganz große Platte machen oder jetzt zum Abendessen. Und da hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du kannst es gut nacharbeiten. Du hast Lust auf das Rezept. Natürlich auch vegetarisch, wenn man mag. Und dann bis wieder mal. Ganz liebe Grüße. Schau mal wieder rein. Alles Gute. Tschüss.